Manuel Fischer nach der Klasseleistung in Elversberg, dem 2:2, was hoch verdient war. Heute genau das Gegenteil, 1:4 gegen Kaiserslautern verloren. An was lag es denn aus deiner Sicht? Im Endeffekt haben wir uns selber geschlagen. Am Anfang, nach 5 Minuten, wir haben klar gesagt, wir wollen eigentlich keine großen Dinger hinter raus spielen, machen es dann trotzdem, liege 1:0 hinten. Es kann passieren, klar, so ein Fehler. Mit der ersten Chance kriegt man wieder das 1:0 gegen uns. Dann kommt es 2:0, 3:0 gleich hinterher. Wir sind einfach unachtsam. Und dann machen wir es 3:1 kurz vor der Halbzeit, gehen dann eigentlich aus der Halbzeit raus, wollen verkürzen auf 3:2 und machen wieder den gleichen Fehler. Spielen Ball nach hinten, Ball springt. Wir können nicht wirklich nach vorne spielen, kriegen es 4:1 und dann war das Spiel halt mehr oder weniger vorbei. An was lenkt es, dass man besonders gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, auch zu Hause, jetzt gegen Trier verloren, heute gegen Kaiserslautern verloren, Mannschaften, die ganz unten stehen, dass man da nicht das richtige Konzept findet? Ich glaube, wir tun uns auf dem Platz einfach schwer, das Spiel zu machen. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Ich will es jetzt nicht auf den Platz schieben oder Sonstiges, aber wir kommen einfach nicht in die Räume, auch hinter der Kette. Klar, ich kann heute jetzt 1:1 machen, es gibt viele Gründe, oder muss vielleicht sogar, hält er auch wieder nicht schlecht, aber wir verpassen es halt dann einfach in die entscheidende Situation und dann auch die Tore zu machen. Jens Kiefer, deine Analyse zu der 1:4 Niederlage heute gegen Kaiserslautern 2. Wir haben heute 5 Tore geschossen, 4 für Kaiserslautern, 1 für uns. Das heißt, ihr habt euch selber bezwungen? Natürlich, wenn man die Gegentore sieht, erste, zweite, dritte, wir waren jedes Mal in Ballbesitz vorher, haben dem Gegner die Dinger sehr, sehr schön aufgelegt und dann kannst du kein Spiel gewinnen. Woran liegt dieser Leistungsunterschied gegenüber dem Spiel in Elversberg und jetzt heute? Das waren für mich 2 andere Mannschaften, oder? Ich glaube, wenn man aufs Feld geht, bekommt 1-2 Knickschläge gleich, dann ist es sehr, sehr schwer für eine Mannschaft. Jeder Einzelne hat es auf seine Art und Weise versucht, aber nicht zusammen. Und das war das Problem, wobei die Fehler, die sind kriminell, da brauchen wir nicht drum rumzureden. Die Schlüsselszene war vielleicht die Möglichkeit zum 1:1 durch Manuel Fischer. Ja, natürlich hatte Manuel Fischer die Chance zum 1:1, die muss er machen. War gut gespielt, war eine riesen Chance. Man weiß nie, was dann kommt, aber man braucht jetzt heute nach dem Spiel nicht zu reden, man weiß nie. Es ist halt so, dass wir heute 5 Tore geschossen haben.